Nach der gestrigen Monster-Rallye, der größten Rallye an der Wall Street seit Juni des Jahres 2020, schnappen die Kurse heute ein bisschen zurück. Nicht dramatisch, nicht wirklich extrem, aber es sind eben dann vielleicht Gewinnmitnahmen nach dem gestrigen Anstieg. Aber das große Thema, das bleibt, das ist die Erwartung einer steigenden Inflation. Das sind die steigenden Rohstoffpreise und das sind dementsprechend die Sorgen vor weiter ansteigenden Renditen an den Anleihemärkten. Und heute gibt es geradezu einen Krieg der Worte, und zwar auffallenderweise von jenen Vertretern innerhalb der EZB, deren Länder die schwächsten Glieder in der Kette innerhalb der Eurozone sind, die also a. eine schwache Wirtschaft haben und b. noch ziemlich hohe Schulden haben. Und das wollen wir uns im Einzelnen mal anschauen, was da eigentlich das Thema ist. Wir starten mit einem Überblick über den Anstieg der Renditen, zum Beispiel der Staatsanleihen bei Peripherieländern wie Spanien, Italien, Portugal. Hier sehen wir, dass teilweise diese Renditen doch sehr deutlich gestiegen sind. Im größeren Kontext ist das noch relativ wenig, aber es geht eben sehr, sehr schnell. Und wie gesagt, es sind vor allem diese Länder, Italien, Spanien, hohe Schulden, Probleme in der Wirtschaft, da läuft es nicht so richtig gut. Und siehe da, heute kamen plötzlich massive Aussagen von verschiedenen Vertretern dieser Länder, zum Beispiel von der Banca d'Italia, Panetta, der hier sagt, ja, also wir müssen auf jeden Fall dafür sorgen, dass jetzt die Finanzkonditionen sich nicht verschlechtern, mithin also durch einen Anstieg der Renditenfinanzierungen teurer werden. Wir müssen notfalls eben mehr Anleihen kaufen. Wir müssen verhindern, dass die Zinskurve sich versteilt. Also hier müssen wir da richtig mal ein Zeichen setzen, sonst läuft uns die Geschichte aus dem Ruder. Und das kann keiner wollen, so Panetta, aber er ist nicht ganz alleine, sondern da sind auch andere noch. Hier zum Beispiel Luis de Guindos, der Spanier, Vize der EZB, der gesagt hat, ja, wir haben die Flexibilität, that is needed in order to react, also wir können jederzeit reagieren. Wir könnten diesen PEP, dieses PEP-Programm noch ein bisschen stärker in Anspruch nehmen. In der letzten Woche, als ja schon ziemliche Turbulenzen an den Anleihemärkten war, da hat die EZB ja seltsamerweise diese Anleihekäufe ein bisschen zurückgefahren. Also hier Luis de Guindos, dann also der Vertreter Spaniens, und vorgestern hatte schon Stournaras, der griechische Notenbankchef, reagiert, und der reagiert eben auch auf den heftigsten Abverkauf der griechischen Staatsanleihen seit April letzten Jahres. Also hier gehen die Renditen nach oben. Für ein Land wie Griechenland, das so stark verschuldet ist, ist das natürlich ein immenser Finanzierungsbedarf, der dann hinzukommt, und das will man nicht. Also hat auch Stournaras gesagt, also bei der nächsten EZB-Sitzung dann Mitte, kurz nach Mitte März, da müssen wir mal was tun. Also der Druck auf die EZB oder innerhalb der EZB ist ganz klar erkennbar. Selbst diese Mini-Anstiege von Renditen, und teilweise sind die ja noch negativ, wie bei der deutschen 10-jährigen Staatsanleihe, die sorgen schon für richtige Panik innerhalb der Notenbank. Und das ist bezeichnend, das zeigt eben, dass dieses ganze System nicht mehr funktionieren kann, wenn eben es nicht gelingt, diese Renditen irgendwie unten zu halten, zumindest in der Eurozone und zumindest für die schwächsten Glieder innerhalb der Eurozone. Also da ist schon was geboten. Aber die EZB ist in einer ziemlich blöden Lage, denn es ist so, wenn jetzt die Märkte erwarten, dass die Inflation weiter ansteigt, die globalen Märkte, dann treiben sie die Renditen vor allem der amerikanischen Staatsanleihen nach oben, und dann folgen eben auch die europäischen Anleiherenditen. Das ist sozusagen ein einziger Schwarm, der dann da passiert. Und jetzt hat die EZB eben das riesige Problem, dass sie da irgendwas tun muss. Aber was kann sie tun? Yield Curve Control, also die Deckelung länger laufender Staatsanleihen respektive deren Renditen. Aber das hat eben starke Nachteile. Das ist ein weiterer Eingriff in den Markt. Das würde dann ja auch bedeuten, noch mehr Liquidität im System, damit noch mehr Potenzial für Inflation. Also was soll man tun? Das ist die Frage. Oder das ist jetzt für die EZB eben ein Spiel auf Zeit. Wenn man nichts tut, so die Befürchtung, dann werden die Renditen weiter steigen, damit die Schulden immer teurer. Oder man muss eben jetzt ähnlich wie die Bank of Japan mit dieser Yield Curve Control vorgehen. Und was haben wir noch? Wir sehen aber, und das ist ja gleichzeitig auch das Problem, dass die Geldmenge hier M3, also Sichteinlagenkonten, diese ganzen Geschichten, dass das massiv nach oben geht. Wir haben jetzt den größten Anstieg der Geldmenge im Grunde seit Gründung des Euro.
über 12% gestiegen im Vergleich zum Vorjahr. Und jetzt sagt Jörg Krämer, Chefvolkswirt der Commerzbank, ähnlich übrigens, gleich komme ich zu Krämer, ähnlich übrigens sogar noch viel krasser in den USA, da ist ein Anstieg von 25% im Vergleich zum Vorjahr. Jeder fünfte Dollar wurde im Jahr 2020 gedruckt. Jeder fünfte Dollar, der jemals gedruckt wurde von den USA, das sagt schon alles. Und das ist natürlich eben das Potenzial für Inflation, wenn jetzt eben noch Stimulus obendrauf kommt, wenn noch die Wirtschaft sich erholt, wenn möglicherweise die Corona-Geschichte jetzt mit Frühling, Sommer dann erstmal zumindest runtergekocht werden sollte, auch durch die Impfungen. Also dann treffen viele Komponenten aufeinander, die dann diese Geldmenge in die Wirtschaft lenkt. Damit würde sich die Geldumlaufgeschwindigkeit vergrößern und dann hätten wir eben diese Inflation. Und was können die Notenbanken dann tun? Dann müssten sie reagieren, dann müssten sie den Fuß vom Gaspedal nehmen, müssten also wieder Liquidität entziehen. Und genau in dieser Situation sind auch die Aktienmärkte, dass sie überlegen, naja, sind gute Nachrichten jetzt schlechte Nachrichten? Wenn wir also gute Konjunkturdaten bekommen, wenn wir jetzt großen Stimulus bekommen, ist das jetzt gut oder vielleicht sogar schlecht, weil letztendlich dann die Konsequenz sein könnte, dass die Notenbanken ihre Geldpolitik umdrehen müssten, um eben ein extrem starkes Ansteigen der Inflation zu verhindern. Aber kommen wir zu Jörg Krämer, der hat sich ja auf diese Geldmenge M3 bezogen und sagt, ja, das ist jetzt vielleicht noch kein Problem. Aber in 2-3 Jahren, da könnte Folgendes passieren. Jetzt ist es eben so, dass die Assetpreise, also Immobilien, Aktien, steigen. Aber in 2-3 Jahren könnte dann eben die Notenbank gezwungen sein, spätestens gezwungen sein, richtig aufs Bremspedal zu treten. Und dann hätten wir möglicherweise eben ein Problem bei den Assetpreisen, also bei Aktien wie auch bei Immobilien. Und das ist eigentlich auch nicht so gewollt. Also Jörg Krämer sagt, passt auf mit dieser Geldmenge M3, achtet darauf, nehmt das ernst, seid wachsam und versucht diese Geldmenge vielleicht ein bisschen runterzufahren, das Ganze zu steuern ein bisschen, bevor euch das aus dem Ruder läuft. Und die Fed und andere glauben ja, ja, das haben wir schon im Griff, das hat die Fed jetzt mehrfach gesagt. Das ist ja die Notenbank, die praktisch das Problem weitgehend ignoriert, sagt, ja, ist doch ein Ausdruck von gestiegener Zuversicht für die Wirtschaft. Aber es ist eben der Zeitgeist, ein Wort, das im Angelsächsischen auch durchaus gebräuchlich ist, das Risiko der Inflation oder die Inflationserwartungen steigen teilweise so stark wie seit den 1970ern nicht mehr. Nur in den 1970ern war eben der Vorteil, man war nicht so verschuldet wie jetzt. Das ist der große Unterschied. Jerome Powell, den Sie gerade gesehen haben, der hat ja am Donnerstag einen Auftritt bei einem Wall Street Journal Forum. Und jetzt haben wir durchaus direkte Konsequenzen, zum Beispiel dieser steigenden Renditen hier, die 30-Year Mortgage Rates, also die Zinssätze, die Hypothekenzinssätze, wenn man sich einen Immobilienkredit nimmt, die sind nicht unerheblich gestiegen, in sehr kurzer Zeit von 2,75% auf 3,25%, also ein halbes Prozent, und da die Amerikaner oft ja sehr flexibel finanzieren, also nicht festgelegt sind über die gesamte Laufzeit, sondern sich die Zinssätze dann eben dem Markt anpassen, könnte das ein richtiges Thema werden. Und siehe da, die Fed reagiert und hat jetzt in den letzten Wochen seit dem Anstieg der Renditen sogenannte Mortgage-Backed Securities gekauft, also praktisch verbriefte Immobilienkredite, wenn man so will, um eben hier die Zinsen vielleicht zu beeinflussen, um hier die Dinge ein bisschen nach unten zu drücken. Der amerikanische Immobilienmarkt ist ja ohnehin schon ziemlich heiß gelaufen, wenn man ehrlich ist. Aber gut, die Fed reagiert also und hat jetzt doch sehr, sehr stark diese Anleihekäufe, diese Mortgage-Backed Securities nach oben gefahren. Kommen wir zum anderen Inflationsthema und das sind die Rohstoffe. Man spricht ja hier vom Commodity Supercycle. Goldman Sachs, JP Morgan haben solche Begrifflichkeiten gebraucht und wir sehen jetzt, der Goldman Sachs Commodity Index ist bis Ende Februar seit Jahresbeginn um über 16% gestiegen. Das ist der größte Anstieg seit dem Jahr 2003 und normalerweise tendiert das dann eher dazu, sogar noch weiter zu steigen. Und wir sehen zum Beispiel auch, jetzt hebt Goldman Sachs nochmal seine Prognose für den Ölpreis an, für Metalle, für Landwirtschaftsprodukte, Agrarrohstoffe.
Außer für Gold, da ist man skeptischer und erwartet einen weiteren Anstieg hier von 15,5% über die nächsten 12 Monate. Also das könnte also weitergehen. Und jetzt ist es eben so, wenn die Rohstoffpreise steigen, dann steigen die Inflationserwartungen. Wenn die Inflationserwartungen steigen, dann kaufen viele Finanzinstitutionen Rohstoff oder Rohstoffderivate, um sich gegen Inflation abzusichern, was wiederum die Rohstoffpreise nach oben bringt, wodurch wieder die Inflationserwartungen steigen. Also ein Teufelskreis in irgendeiner Form, der sich da abzuspielen scheint. Und wir sehen hier zum Beispiel mal auch Dairy, also Milchpreise, massiv nach oben geschossen, 15% seit Jahresbeginn. Und hier mal einen Überblick aus der Agrar heute, nach meiner Auffassung die führende Zeitschrift für Landwirtschaft. Da lesen wir: Schweinepreise starten mit Paukenschlag bei 1,47 Euro. Dann sehen wir Milchmarkt, steigen die Preise steil an am Terminmarkt. Gerste extrem knapp und teuer. Was das mit China zu tun hat, apropos China, da gibt es auch interessante Entwicklungen. Heute Nacht hatte ja Guo, der Chef der Bankenaufsicht in China, gewarnt. Ja, also wir haben hier so einige Blasen und da müssen wir mal ein bisschen auf die Bremse treten, müssen also die Leverage, die Hebelung, die Schuldenhebelung ein bisschen nach unten fahren. Und er hat sich auch über die Aktienmärkte im Westen geäußert und hat gesagt, ja, also dieser Widerspruch, diese Lücke zwischen der Wirtschaft dort und den Aktienmärkten, den Preisen an den Aktienmärkten, das ist krass und das wird früher oder später euch um die Ohren fliegen. Und das hat die Märkte durchaus beeindruckt, die chinesischen Aktienmärkte daraufhin nach unten gedreht, die asiatischen insgesamt. Und hier zum Beispiel die Saxo Bank, hier sehen Sie Hardy und wie sie alle heißen, die Vertreter Hansen sehen wir hier, der Rohstoffexperte, die sich darüber unterhalten. Ja, die Chinesen haben eigentlich recht. Hier im Westen will das keiner sagen, zumindest niemand der Offiziellen. Ganz klar, als Notenbanker musst du lügen. Das ist ja das alte Juncker-Zitat, wenn es eng wird, musst du lügen. Und so ist das bei den Notenbankern auch schlichtweg, weil schon die Wirkung ihrer Worte immer mit einzukalkulieren ist. Wenn die etwas sagen, was die Märkte in Panik versetzt, dann gibt es eben diese Panik. Also hat keiner ein Interesse, etwas zu sagen, was die Märkte in Panik versetzen könnte, etc. etc. Jedenfalls sehen wir, also hier sieht man durchaus, ja, dass da haben die vielleicht einen Punkt, und Sven Henrik ergänzt, ja, vielleicht haben wir so eine Art Tiefpunkt in der Finanzgeschichte erreicht, wenn uns der Regulator eines totalitären Staates die Wahrheit ins Auge sagt oder die Wahrheit an den Kopf wirft, die gleichzeitig aber von allen westlichen Zentralbanken natürlich stark von sich gewiesen wird. Da hat natürlich Sven Hendrik auch einen Punkt. Und apropos China nochmal, wir sehen ja, dass wir jetzt doch sehr schwache Einkaufsmanager-Indizes hatten. Wir sehen, dass der China Economic Surprise Index, also der Index, der bemisst, wie stark die Konjunkturdaten dann von der vorherigen Erwartung abweichen, positiv oder negativ, der ist das erste Mal jetzt seit Juni 2020 ins Negative gedreht. Wir sehen also eine gewisse Abkühlung bereits in China und sehen, dass eben auch die Einkaufsmanager-Indizes hier nicht mehr so richtig rocken. Das liegt auch und ein Stück weit gerade am Export, und der Export ist in China derartig behindert, auch durch diesen ganzen Containermangel. Das ist ja das, was auch die Transportkosten hier im Westen so stark nach oben bringt. Eben, es gibt zu wenig Container. Hapag-Lloyd, diese Reederei aus Hamburg, die haben ja schon 54 Schiffe losgeschickt, um leere Container zu suchen auf der Welt und sie dann an den richtigen Orte zu bringen. Daran sieht man, das ist ein Logistikproblem. Ist ganz ähnlich mit dem Impfstoff. Wolfgang Müller bei Finanzmarktwelt hat heute gezeigt, der Impfstoff ist eigentlich ausreichend da, aber es ist eine Frage des Transports, es ist eine Frage auch der Impfungen, also der Kapazitäten, wie man das Ganze dann verhackstückeln kann. Das ist ein bisschen absurd, aber derzeit eben der Fall. Also, es ist ein Krieg der Worte. Das ist das Auffälligste heute, dass die EZB richtig am Rad dreht. Ein weiterer Anstieg der Renditen würde die schwächsten Glieder innerhalb der Kette möglicherweise, naja, zumindest noch weiter unter Druck bringen. Das will man nicht. Jetzt ist die EZB aber in der Situation, dass die Fed so tut, als gäbe es kein Problem, dann müsste man vorpreschen, um da irgendetwas zu machen. Eine etwas merkwürdige Situation. Wir sind gespannt, wie die Renditen sich weiterentwickeln, die heute auf dem
relativ selben Niveau bleiben wie auch zuvor, aber sie gehen eben auch nicht runter. Und das, obwohl wir jetzt doch einen gewissen Teil der Short-Position auf Anleihen abgebaut haben, da ist einiges glattgestellt worden, sodass möglicherweise bald diese Renditen wieder steigen, je nachdem auch wie die Konjunkturdaten ausfallen. Das wird sich dann zeigen. Also, das soll es erstmal gewesen sein. Jetzt wünsche ich einen wunderschönen Abend und sage Ihnen Servus und Ciao.